Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute ist es soweit, das Event zum dritten Fortnite-Geburtstag startet und damit gibt es natürlich wieder eine Menge kostenloser Items, eine Menge Challenges und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie ihr das alles freischalten könnt. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wenn ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier auf diesem Kanal ein Abo da lassen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze direkt mal in Fortnite an und zwar mal als erstes hier, wenn man sich einloggt, einmal dieses Overlay mit den Geburtstags Challenges des dritten Fortnite-Geburtstages. Dort können wir das Ganze einmal claimen. Zusätzlich dazu, wenn ihr euch jetzt innerhalb diesen Wochenendes, ich glaube bis zum 1. Oktober gilt das Ganze auch, wenn ihr euch dort einloggt, bekommt ihr auch ein kostenloses Emote, und zwar das Take the Cake Emote. Und dann, wie gesagt, gibt es natürlich auch noch die ganzen Challenges. Wenn man alle 4 Challenges hier tatsächlich absolviert, dann bekommt man auch einen Kuchen. Zusätzlich gibt es auch kleine weitere Belohnungen. Beispielsweise gibt es hier einmal am Anfang Death the Big 3, dann den Cakey. Ich glaube, es müssen die Mode sein, ein Cupcake noch und dann am Ende sogar noch 80.000 XP. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ganze zu machen und ich werde euch jetzt zeigen, wie man das Ganze abschließen kann. Bei der ersten Challenge muss man ja letztendlich nur Matches spielen, das sollte relativ leicht sein. Genauso wie bei der dritten Challenge, wo man einfach Gegner überleben muss. 500, das macht man auch sehr schnell nebenbei. Allerdings bei den anderen beiden Challenges, wo man die Geburtstagskuchen besuchen muss, beziehungsweise einmal davor tanzen muss und einmal Health or Shield davon gehen muss, bei beiden ist es natürlich nicht ganz so leicht und zwar, um das Ganze machen zu können, muss man erstmal diese Geburtstagskuchen finden. Die sehen überall so aus, stehen meistens in den Mitten der Städten und im Normal Game, jetzt natürlich nicht im Battle Lab Modus, liegen hier drumherum dann eben halt die ganzen Kuchen. Meistens waren das, glaube ich, immer so 10 Stück, die man dort sehen kann und davon müsst ihr das Ganze einfach nur essen. Die müssen, glaube ich, 5 Leben oder Schild oder sogar 10 Leben oder Schild geben. Das heißt, ihr müsst 5 bis 10 davon sammeln. Letztendlich ist aber die schwierige Challenge, dass ihr vor verschiedenen hiervon tanzen müsst. Dafür ist egal, welches Emote ihr ausführt, Hauptsache ihr macht das und es zählt natürlich nicht im Kampflabor-Modus, das heißt, ihr müsst wirklich in eine normale Runde gehen. Das war dann auch tatsächlich schon alles, was ihr machen müsst. Eventuell werden in den nächsten Tagen noch ein paar weitere Challenges kommen. Falls es sein sollte, werde ich dazu natürlich auch ein Video bringen. Und dann war es auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.